werden Kindheitserinnerungen wach. Der Toboggan ist eine Riesenrutsche und die gibt es seit fast 80 Jahren auf dem Oktoberfest. Es ist im Grunde ein einfaches Vergnügen, aber ich kann mich erinnern, als ich als Kind zum ersten Mal darauf bin, da hatte ich ganz schön Bammel und der Aufstieg ist bis heute eine Herausforderung. Schon viele auf dem Oktoberfest den Kopf verloren, aber nirgends geht das so schön wie hier beim Schichtl. Eine Traditionsbude, auf der man auf offener Bühne geköpft wird. Ich glaube, das müssen wir wieder mal anschauen. Wo hingerichtet wird, bekommt eine Zipfelmütze, damit er nicht mehr hört oder sieht, was um ihn herum geschieht. Eins, zwei, drei! Da ist alles wunderbar gelungen. Gut, jetzt sagt man. Und jetzt sind wir mitten im Trubel der Wiesen und auch gleich beim ältesten Zelt des Münchner Oktoberfestes. Seit 140 Jahren wird es von der Familie Schottenhamel geführt. Und das ist auch das Wichtigste, denn da drin, da zapft der Münchner Oberbürgermeister Jahr für Jahr das erste Fass an und eröffnet mit dem Ruf, O zapft ist das Münchner Oktoberfest. Und noch was Besonderes hat dieses Zelt in der, den Rainer Schießl, hast du einen Moment Zeit? Ja, natürlich muss ich aus dir abstellen. Okay, ja gut. Es haben ja viele Saisonarbeiter auf der Wiesn im bürgerlichen Leben ganz andere Berufe, aber er hat wirklich einen ganz, ganz ungewöhnlichen. Setzen wir uns einmal her und dann fragen wir ihn gleich einmal. Rainer! Bier? Oh, er muss Bier. Das Bier aus. Das Manna, das Bayerische. So, oh, jetzt hast du auch eins für mich. Da ist er, Bier. Danke. Ach so, ich dachte, das für mich, das macht er nicht. Prost, auf geht's. Was hast du für einen Beruf? Ich bin wohl der Einzige hier auf der Wiesn, der katholischer Pfarrer ist. Was macht bitteschön ein Pfarrer als Bedienung auf dem Oktoberfest? Er will ganz nah bei den Menschen sein. Das ist eine ganz spontane Idee und es gibt einen wunderschönen Satz. Du warst gerade am Straßenrand raus. Willst du Gott treffen, dann geh zum Straßenrand. Einmal können wir einen Pfarrer rumschicken und sagen, hoch werden, 5 Bier. Im Schweiße deines Angesichts musst du das Manna bringen. Das ist Sport. Ja, ich will dich jetzt nicht mehr aufhalten. Ja, gell? Ich bleibe ein bisschen bei den Mahlen sitzen. Gell? Alles Gute. Und du musst weiter arbeiten. Danke dir. Servus. Ah, noch ist es ja ruhig hier draußen, aber da drin. Und meine Heimatstadt München. Möge sie noch lange so leuchten wie heute. Damit sage ich Servus, bis zum nächsten Mal.